Fakultät für Pharmazie. Auf der Fakultät für Pharmazie, die 5 Jahre Bachelor-Ausbildung bietet, nahm seine ersten Studenten am 16.09.2019 auf. Es gibt sowohl theoretische als auch praktische Kurse, die Studenten der Fakultät für Pharmazie absolvieren müssen. Analytische Chemie, Biochemie, pharmazeutische Mikrobiologie, Pharmakognosie, pharmazeutische Botanik, pharmazeutische Chemie, pharmazeutische Technologie, pharmazeutische Toxikologie, Laboratorien sind die Hauptlabors, in denen die Studenten unserer Fakultät unterrichtet werden. Abhängig vom Ökosystem unserer Universität ist es möglich, klinische Studien innerhalb der medizinischen Fakultät der AFSÜ während der Kandidatenapotheke durchzuführen. Unsere Fakultät verfügt über 4 einzigartige Studentenlabore und ein Mikroskopielabor, das gemeinsam mit der medizinischen Fakultät der AFSÜ genutzt wird. In allen Laboratorien stehen Laboratormaterialien und moderne Geräte zur Verfügung, die als Grundwerkzeuge und apothekenrelevante Geräte bekannt sind. Anzahl der Studierenden und Fakultätsmitglieder. In unserer Fakultät sind 2 Professoren, 5 Doktoranden, 7 Forschungsassistenten und 2 Verwaltungsmitarbeiter beschäftigt. Während der Phase des Kandidaten Pharmazie in der 5. Klasse schließen unsere Studenten ihre Forschungsprojekte mit ihren Mitgliedern der Beratungsfakultät sowie ihre Praktikumserfahrung in den Bereichen klinische Ausbildung, Fabrik, Forschung und Entwicklung sowie Pharmazie ab. Fachabteilungen. AFSÜ Fakultät für Pharmazie hat 3 Abteilungen wie in allen Fakultäten der Pharmazie in der Türkei. Abteilung für pharmazeutische Grundlagenwissenschaften, Lehrstuhl für analytische Chemie, Lehrstuhl für Biochemie, Lehrstuhl für pharmazeutische Mikrobiologie. Abteilung für pharmazeutische Wissenschaften, Lehrstuhl für Pharmakologie, Lehrstuhl für pharmazeutische Chemie, Lehrstuhl für pharmazeutische Toxikologie. Lehrstuhl für pharmazeutische Botanik, Lehrstuhl für Pharmakognosie, Lehrstuhl für Apothekenmanagement, Abteilung für pharmazeutische Technologie, Lehrstuhl für pharmazeutische Technologie, Lehrstuhl für pharmazeutische Biotechnologie, Lehrstuhl für Radiopharmazie. Forschungsstudien. In der Forschung und Entwicklung Labor vor unserer Fakultät, die ausgiebig in Forschung und Projekten eingesetzt ist, hat High Performance Thin Layer Chromatography, Ultraviolet Photometer, IR Spektrophotometer, Potentiotat, Galvanostat Geräte. Auch erhältlich sind +4 Kühlschränke mit -20, -40 Tiefkühlruhen. In den kommenden Jahren sind Anstrengungen im Gange, um unsere F&E Labors mit voller Kapazität, um unsere Forscher und Studenten mit neuen Geräten zu dienen. Stellenangebote für Absolventen. Die Dauer der Ausbildung an der AFSÜ-Fakultät für Pharmazie beträgt für 5 Jahre. Studenten, die an der Fakultät absolvieren, haben Anspruch auf den Apotheker-Bachelor, Apotheker, die an der Fakultät für Pharmazie absolviert haben können, in ihren eigenen Apotheken, in Krankenhausapotheken, als Forscher oder Dozent an Universitäten und anderen Bildungsbereichen, in verschiedenen Branchen der Pharma- und Kosmetikindustrie, Pharmageschäfte, F&E-Zentren, in öffentlichen Einrichtungen wie der türkischen Pharma- und Medizinproduktbehörde, der Sozialversicherungsbehörde und der türkischen Gesundheitsbehörde, in Analysielaboratorien, in den Droge- und Giftberatungsstellen, Zyklus- und Stammzelltherapiezentren, in der Radiopharmazielaboratorien, Vertragsforschungseinrichtungen, Pharmazie-Consulting-Unternehmen und professionelle Organisationen aufbekommen. Apotheker können Aufgaben in den oben genannten Bereichen sowie in Unternehmen die Forschung, Produktion, Vermarktung und Qualitätskontrolle in Zusammenhang mit natürlichen Medizinressourcen durchführen, festlegen oder unternehmen.